Hallo zusammen. Wenn dieses Video euch gefällt, abonniert mich und bitte einen Daumen nach oben. Moin moin auf meinem YouTube-Channel. Diesmal geht es um den Sega Drive Mini. Seit dem 28. Dezember diesen Jahres ist das Projekt Luna erschienen. Heute geht es jedoch um die Emu Station, mit der es möglich ist, viele Emulatoren auf der Mega Drive Mini spielen zu können. Ganz wichtig ist, dass man ein Micro-USB-Kabel benötigt, und zwar eins, was voll beschaltet ist. Nicht das, was bei der Sega Drive mit beigelegt ist, das funktioniert nicht. Und ihr benötigt einen USB-Stick für die ROMs. Um den zweiten Controller weiterhin verwenden zu können, wird ein OTG-Kabel benötigt. Bevor es losgeht, benötigen wir einen USB-Stick. Der muss mit FAT32 formatiert sein. Der Name ist völlig egal. Hauptsache FAT32. Dann entfernen wir den USB-Stick und stecken den vorne rechts in die Sega Drive Mini. Jetzt schließen wir die Sega Drive Mini mit dem Mini-USB-Kabel an den Computer an und starten das Projekt Luna-Programm. Hier wählen wir Open Game Manager. Anschließend gehen wir hier oben auf Manage Mod. Wir wählen hier diesen Menüpunkt. Hier werden angezeigt, welche Mods zur Verfügung stehen. Wir benutzen Emu Station und speichern das ab. Hier wählen wir Install New Mods und wählen jetzt hier unser Emu Station Download File. Das Ganze dauert ziemlich lange, darum kürze ich das hier ein bisschen ab. Bei mir war das schon zweimal so, dass dieser Bildschirm einfach nicht verschwindet. Aber die LED vom USB-Stick flackert nicht mehr. Deswegen wähle ich einfach hier Close und kann jetzt erkennen, dass ich 1 GB frei habe und dass Emu Station auf den USB-Stick installiert worden ist. Jetzt muss die Mega Drive Mini mit dem USB-Stick vorne rechts neu gestartet werden. Das Flimmern liegt jetzt an meinem Aufnahmegerät. Hier wird jetzt angezeigt, dass er kein System in der Emu Station findet. Wir drücken einfach die A-Taste und schalten die Mega Drive Mini aus. Jetzt entfernen wir den USB-Stick und stecken den erneut in den Computer. Das ist jetzt hier der USB-Stick mit Projekt Luna. Unter Projekt Luna haben wir jetzt mehrere Verzeichnisse. Einmal das Wichtigste für uns ist ROMs. Hier sind schon mal alle Verzeichnisse angelegt, die Emu Station verwalten kann. Und RetroArch benötigen wir noch Cores. Die dazu gehörigen Pfeile finden wir auch in dem Programm Projekt Luna unter Tools Get RetroArch Cores. Jetzt gelangen wir auf eine Seite, wo sich alle Cores befinden, die wir allerdings alle einzeln downloaden müssen. Den Download-Link für alle Cores auf einmal findet ihr unten in der Beschreibung. Auf der rechten Seite haben wir den Mega Drive Mini USB-Stick. Hier öffnen wir Projekt Luna, RetroArch und Cores. Auf der linken Seite habe ich das Download-Fenster mit allen Cores, die ich gerade runtergeladen habe. Diese kopiere ich jetzt alle auf den USB-Stick. Jetzt befinden sich alle Cores auf den USB-Stick unter Projekt Luna, RetroArch, Cores.
Unter Projekt Luna finden wir auch ein Verzeichnis, das heißt ROMs. Hier befinden sich alle ROM-Verzeichnisse, die EmuStation unterstützt. Ich habe ein paar vorbereitet. Meine Atari-ROMs enden auf A26. Meine Nintendo-ROMs sind ZIP, sind aber NES-ROMs. Super Nintendo sind auch gezippt, mit sich um SFC-Pfeile. Wir kopieren jetzt die ROMs aus dem Ordner Atari 2600 in den A2600 Ordner. Dann kopieren wir die NES-ROMs aus den NES-Ordner in den Ordner NES auf den USB-Stick. Und die Super Nintendo-ROMs in den NES-Ordner des USB-Sticks. Jetzt haben wir auf den USB-Stick Projekt Luna, Verzeichnis ROMs, A2600, Atari-ROMs. Nintendo-ROMs und Super Nintendo-ROMs. Jetzt entfernen wir den USB-Stick aus dem Computer und stecken den erneut in die Mega Drive Mini. Jetzt können wir auch mit einem OTG-Adapter den USB-Stick an die Sega Mega Drive Mini anschließen. Anschließend starten wir jetzt die Mega Drive. Wenn jetzt der OTG-Adapter angeschlossen ist, erscheint zwar beim Booting eine Fehlermeldung, aber ich kann die EmuStation trotzdem nutzen. Jetzt werden wir nur die Emulatoren angezeigt, wo sich auch die ROMs befinden. Wir hatten Atari-ROMs kopiert, Nintendo-ROMs und Super Nintendo-ROMs. Diese kann ich jetzt einfach auswählen und starten. Wir können natürlich viel, viel mehr Emulatoren unter EmuStation benutzt werden. Es ist abhängig davon, welche unterstützt werden und welche ROMs ihr habt. Im nächsten Video zeige ich euch, wie man zum Beispiel in den Emulatoren Bilder und Informationen einfügt. Auch zeige ich euch, wie man einen anderen Controller an der EmuStation benutzt.